Yo, Freunde, was geht ab? Heute schauen wir uns ein paar echt krasse Monster Truck Stunts an. Das sind Stunts dabei, die einfach nur zufällig entstanden sind und man hätte vorher nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Ich denke, es wird uns heute begeistert. Fangen wir an mit dem ersten Monster Truck. Ein ganz normaler Backflip, würde ich sagen. Also, ich schätze mal, das ist nicht ganz so außergewöhnlich. Das sieht man schon öfters. Jetzt noch ein heftiger Sprung. Der ist nicht schief gegangen. Und wow! Alter! Wow! Und jetzt hat er einfach verkackt. Also, er hat einfach ein Wheelie gemacht, ist so auf die Rampe gefahren und dann hat es ihn zufälligerweise nach vorne überschlagen. Ich glaube, das war so definitiv nicht geplant. Und dann wollte er noch einen Backflip machen, hat einfach verkackt. Dennoch heftig. Okay, der nächste Kandidat macht einfach. Oha, Alter, ey. Und wie der Typ einfach ausrastet, der filmt, ey. Wie der einfach ausrastet. So ein richtiger Fan ist das. Der Sprung. Oh, es sah gerade so aus, als wenn er es nicht schaffen würde, aber er hat es doch geschafft. Einfach nur krank. Okay, was wird der jetzt machen? Alter, der ist nicht so geil gelandet. Ich dachte, das wäre es gewesen, aber er hat es einfach noch geschafft, sich zu retten. Oh, ein wirklich heftiger Sprung, sehr hoch geflogen. Konnte sich noch gut fangen. Noch ein wirklich sehr heftiger Hochsprung und ein Überschlag. Alter. Oh mein Gott, ey. Und er fährt einfach immer noch weiter. Es ist einfach nichts kaputt gegangen. Nächster Monster Truck jetzt. Alter. Er ist zwar wieder auf die Räder drauf gekommen, aber dadurch, dass er auf ein Rad aufgeprallt ist, ist so irgendwas kaputt gegangen und trotzdem Game Over. Deswegen war nicht so heftig. Das wird jetzt, glaube ich, ein schöner Backflip wieder. Ah, doch nicht ganz so schön. Aber es ist, glaube ich, nichts kaputt gegangen. Das Ding ist stabil. Und jetzt will er direkt noch den zweiten Backflip hinterherhauen, wie es aussieht. Oh, wow. Das war so definitiv nicht geplant. Er hat einfach eine Schraube gemacht anstatt einen Backflip. Oh, der Kollege hat sich überschlagen, aber konnte sich auch noch mal retten. Nicht schlecht. Auch ein heftiger Überschlag. Rad fällt ab und er landet eigentlich normal, aber dennoch nicht überlebt. Grave Digger jetzt hier am Start. Oha, wie lange er auf zwei Rädern gefahren ist. Oha! Perfekt gerettet. Caro ist schon abgeflogen. Hat schon die besten Tage hinter sich. Boah. Also irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass er sich noch aufstellen wird. Also keine Frage, waren krasse Sprünge jetzt dabei. Aber es war jetzt nicht so überwältigend wie die Stunts davor. Also da habe ich jetzt beim Grave Digger ein bisschen mehr erwartet, ey. Mal gucken, was hier der nächste machen wird. Der Zombie. Alter, was zur Hölle war das denn? Ey, das muss ich mir nochmal anschauen. Ungelogen. Das ist so faszinierend. Alter, so muss das sein. Das sind Stunts, die man für unmöglich hält. Oho, was war das für eine Schraube, ey? Heftig. Und es geht auch noch weiter. Oh ja, es geht richtig weiter und leider verkackt danach. Also das finde ich immer ziemlich schade. Meistens ist es so, dass irgendein krasser, heftiger Stunt zufällig entsteht und dann der nächste Sprung geht da einfach schief. Der nächste Monster Truck, der nimmt schon wirklich sehr viel Anlauf, ist wirklich sehr schnell und er hebt ab. Es sah aus wie ein Weitsprung. Kann er noch weiterfahren? Nee, sah nicht so aus. Oha, Alter. Der ist, glaube ich, noch mal ein Stückchen weiter geflogen. Wieder ein richtig schöner Weitsprung und. Alter, der ist so heftig auf der Front gelandet, das ist ein Totalschaden, Mann. Boah, der nimmt auch ganz schön viel Schwung, ganz schön viel Anlauf. Sehr schöner Weitsprung und wow, sehr schöner Wheelie hinterher. Hier kommt der Sunover, Digga. Oh ja, Mann. Richtig geiler Backflip. Ist nichts kaputt gegangen, wie es aussieht. Hier auch ein wirklich sehr schöner Sprung mit einem Überschlag. Wow. Und er hat sich noch aufgestellt. Wahnsinn. Zweimal überschlagen, trotzdem noch aufgestellt.
Geil. Ey, schaut euch den mal an, ey. Das ist einfach ein Hund. Hängt eine Zunge vorne raus. Geile Karo. Perfekter Sprung, ey. Wie aus dem Bilderbuch. Weiter geht's mit dem nächsten Monster Truck. Ein heftiger Sprung. Heftig abgehoben. Mal gucken, was gleich noch kommt. Ein Backflip, glaube ich, wie es aussieht. Oh ja. Richtig schöner Backflip. Ey, der sieht geil aus, Mann. Der sieht auch ein bisschen flach aus als die anderen und boah, das hat ihn einfach das Rad abgerissen. Einfach komplett abgerissen, ey. Der kommt auch ganz schön schnell angeschossen. Oh, beide Räder abgefallen. Ey, sowas habe ich auch noch nicht gesehen, ey. Verdammt, den hat's komplett zerlegt. Stellt euch mal vor, ihr fahrt rein, erster Sprung, ihr landet, das Ding ist kaputt. Das ist traurig. Das ist einfach nur traurig. Nächster Truck. Oh, das sah eigentlich ganz gut aus und oh, das finde ich immer so geil, ey, wenn die so auf die Front kommen und es dann einfach noch schaffen, sich zu safen. Hat er wirklich sehr gut gemacht. Das sah auch irgendwie gekonnt aus. Oh! Breakdance und es geht einfach immer noch weiter. Zieht euch das rein, ey. Zieht euch das rein. Was macht der denn da? Heftig. Oha, Alter. Oha. Das war so heftig gesaved, Mann. Wow. Es ist einfach immer so krass, wenn die so auf der Seite liegen und dann Gas geben und es einfach noch schaffen, sich irgendwie dann aufzustellen und sich dabei drehen. Es sieht einfach so geil aus. Alter, das hat sich auch böse angehört. Junge, er ist ja wie ein Beyblade. Der ging ab wie ein Beyblade. Boah, das war einfach nur ein Crash. Oh, wow. Doppelbackflip, Alter. Heftig. Mich würde mal interessieren, wie sich das anfühlt, wenn man da drin sitzt als Fahrer und das Ding dreht sich die ganze Zeit. Man kriegt doch gar nichts mehr mit. Oder meint ihr, man kann dann noch abschätzen, wann sich das Ding jetzt aufstellen wird oder nicht? Nächster Monster Truck ist heftig am Funken und... Oh, der hat einen Doppel-Backflip gemacht und er hat es nicht ganz geschafft, aber er ist dennoch im Endeffekt korrekt gelandet. Beziehungsweise nicht korrekt gelandet und konnte sich nochmal sichern. Ich muss sagen, das sah gerade eben richtig gekonnt aus. Ich finde, das sah wirklich nicht nach einem Zufall aus, sondern das sah einfach aus, als wenn er das machen wollte. Heftiger Skill. Es waren auf jeden Fall richtig kranke Stunts dabei. Echt keine Ahnung bei dem einen oder anderen, wie das funktioniert. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr auch. Wir sehen uns. Peace.